Wir haben den Verkäufer des Mehrfamilienhauses unter dem Projektnamen Grey Goose bei einem eiskalten Betrugsversuch erwischt. Wir mussten uns entscheiden, machen wir weiter mit diesem Kerl oder brechen wir ab. Währenddessen haben wir herausgefunden, er hat ein zweites Mal versucht, uns zu hintergehen. Was genau passiert ist und was der Stand ist, erfährst du in diesem Video. Let's get into it! Lucas Show. Mein Name ist Lukas. Ich investiere hier mit meiner Investmentfirma und Partnern in und um Philadelphia in Immobilien. In Folge 3 zu dieser Serie Grey Goose hast du gesehen, wie der Verkäufer des Mehrfamilienhauses versuchte, uns einen Schaden von $13.000 bis $16.000 einfach unterzujubeln und hat ihn eiskalt verschwiegen. Hier in Folge 4 siehst du, wie wir weitergemacht haben und was der Verkäufer als nächstes versucht hat. Kurze Zusammenfassung zum Schaden im Haus. Das Abwassersystem vom Haus mit beiden Apartments bis hin zur Straße muss komplett aufgebuddelt und die Rohre erneuert werden. Alles zusammen $13.000 bis $16.000 waren die ersten Schätzungen, die auch schon der Verkäufer lange vor unseren Verhandlungen kannte. Wir haben den Verkäufer und seine Maklerin nun offiziell darauf hingewiesen, dass wir von diesen Schäden wissen und haben natürlich auch seine Angebote gleich mitgeschickt. Da steht ja sein Name drauf, die kannte er ja bereits. In der Zwischenzeit hat Klempner Firma 1, also die mit den $13.000 bis $16.000, sich direkt an den Verkäufer gewendet. Das heißt, in der Zwischenzeit wusste der Verkäufer, dass wir davon wissen. Das wäre jetzt eine super Möglichkeit für ihn, zu dem Pfad der Tugend zurückzukehren, zu sagen, okay, ich habe gepokert, ich habe geblufft, ich habe verloren. Mund abwischen, Krone richten, weiter geht's. Das wäre ein Ansatz gewesen, aber nicht für diesen Kerl. Er zauberte jetzt als Antwort auf unsere E-Mail einfach ein zweites Angebot von Klempner Firma 2 hervor. Weit unter dem Angebot von Klempner Firma 1. Klempner Firma 1 zur Erinnerung 13.000 und 16.000 und Klempner Firma 2 jetzt mit 8.000. Unser ursprünglicher Vertrag besagt ja, wir deckeln $5.000 von den zu entstehenden Kosten hier. $8.000 minus $5.000 heißt, wir behalten ganz einfach beim Closing, also beim Eigentumsübergang, $3.000 zurück und überweisen das auf ein Escrow, also auf ein Treuhandkonto. Und nach getaner Arbeit werden $3.000 freigegeben bzw. werden direkt an die Firma bezahlt. Das wäre der einfachste Weg für den Verkäufer. Klingt zu einfach, oder? Nach meinen bisherigen Erfahrungen mit diesem Kerl ist jetzt klar, was kommt, oder? Nach eingehender Prüfung des Angebotes von Klempner Firma 2 flog der nächste Betrugsversuch auf. Er hat Klempner Firma 2 zum Haus bestellt, um denen die Möglichkeit zu geben, auch ein Angebot zu machen. Nochmal zur Erinnerung, in Folge 2 und 3 siehst du, wie Markierungen auf dem Boden, auf dem Driveway sind, genau da, wo die Rohre zusammenlaufen und da, wo sie defekt sind. Und durch reinen Zufall parkte bei dem Besuch von Klempner Firma 2 genau auf dem Zugang von Apartment 2 zu diesem Abwassersystem, das siehst du hier auf dem Bild, parkte ein Auto, genau da, wo die Markierung war. Das heißt, Klempner Firma 2 konnte die Markierung nicht sehen und hatte auch keinen Indikator, dass da ein zweites Abwassersystem ist. Nun könnte man sagen, okay, die hätten auch im Keller nachschauen können. Haben sie auch gemacht. Im Keller sieht man aber nicht, dass Apartment 2 ein separates Abwassersystem hat, denn das verläuft komplett hinter einer Trockenwand. Und jetzt rate mal, wer diese Trockenwand selbst verlegt hat und die ganze Renovierung selbst gemacht hat. Der Verkäufer. Er hat Klempner Firma 2 bestellt, damit sie ein Angebot machen, was weit unter dem ist, was Klempner Firma 1 gemacht hat, und hat denen glatt mal verschwiegen, dass da zwei Hausanschlüsse zu fixen sind. Klempner Firma 2 hat jetzt gesagt, ganz klar, das heißt, wir bohren zwei Löcher, eins an der Straße, weil da ist der Zugang, und eins am Haus hinten, da ist der Zugang zum Haus. Und dann wird ein neues Rohr komplett durchgepresst, nämlich von hinten bis vor zur Straße. Da bauen die so Hydraulik an und schieben ein komplettes Rohr einfach durch und damit das alte Rohr raus. Jetzt wussten die nichts von Apartment 2. Wenn man jetzt ein neues Rohr einfach vor den Zugang von Apartment 2 schieben würde, dauert es nicht lange und dann steht der ganze Mist im Apartment 2 recht schnell in den Toiletten, also Unterlippe, Oberkante. Ich verstand mich mit Klempner Nummer 2 sehr gut und habe ihn auch darauf hingewiesen, dass da zwei Anschlüsse am Haus sind und zwei Zugänge zum Wasser und sozusagen dreimal gebuddelt werden muss, beziehungsweise dann die ganze Reihe aufgebuddelt werden muss, weil da können sie nicht durchschieben. Der hat sich natürlich ein bisschen vorgeführt, gefühlt
gefühlt. Die habe ich dann um ein neues Angebot gebeten, und zwar erstens in unserem Namen. Das bringt uns nichts, wenn wir ein Angebot im Namen des Verkäufers haben. Zweitens sollte der Klempner bitte beide Zugänge berücksichtigen. Und drittens sollte er auch gleich noch mit einpreisen, was es kosten würde, dieses rostige Abwasserrohr, was wir in der Inspektion gefunden haben, im Haus auch zeitgleich mit auszutauschen. Nachdem ich herausfand, was der Verkäufer hier probiert hat, habe ich meiner Maklerin gesagt, sie soll die Terminierung schicken, also die Auflösung des Vertrages, obendrein noch die Rechnung mit dranhängen für die Inspektionen und darauf hinweisen, dass wir uns rechtliche Schritte vorbehalten bzw. noch Nachforderungen haben, weil uns das Ganze Zeit gekostet hat, wir natürlich anwaltliche Beratung brauchten und wir jetzt natürlich sehen, wie wir diese Kosten wieder zurückbekommen. Die Terminierung hat sie hingeschickt, alle anderen Formulare auch, und die tritt auch ohne Unterschrift des Verkäufers in Kraft. Das heißt, wir unterschreiben die, schicken die hin und dann ist die aktiv, ganz einfach aus dem Grund, weil er die Vertragsbedingungen verletzt hat. Da brauchen wir seine Unterschrift nicht mehr, sondern wir sagen, wir setzen dich in Kenntnis, du hast verletzt, Schluss. Ist der Deal nur geplatzt? Nein, der Deal ist nicht geplatzt. Denn parallel zu der Terminierung habe ich die Maklerin ein neues Angebot schreiben lassen. Wir nehmen einfach das höchste Angebot vom Klempner 1, also 16.300, und ziehen das von unserem vorher vereinbarten Kaufpreis ab, also 228.500 minus diese 16.300 ergibt 212.200. Das wäre unser neues Angebot. Es gibt keine entgegenkommenden Vertragsklauseln mehr und der Closing-Termin bleibt gleich. Die gesamte Kommunikation läuft nur über die Maklerinnen ab. Und auf unser neues Angebot kam von der Maklerin des Verkäufers eine ganz emotionale Mail. Es tut ihm leid und er hat ja Kinder im College, außerdem läuft gerade eine Scheidung. Jada, jada, jada. Er kann das Angebot so gar nicht akzeptieren und gehen auch 220.000? Schauen wir uns die Situation alle Beteiligten einfach mal an. Scheidung und Co. lassen wir mal außen vor. Wie schaut die Situation für den Verkäufer aus? Der Verkäufer hat jetzt aktuell eigentlich zwei Optionen. Option 1. Die Terminierung ist aktiv, er nimmt das neue Angebot nicht an. Das Haus wird vom Markt genommen, er muss es entweder reparieren bzw. muss es neu ausschreiben, verliert dadurch Monate, weil er muss es neu ausschreiben, muss einen neuen Käufer finden, muss die Reparaturen machen lassen, weil die sind wichtig, bzw. kann versuchen, jemanden zu finden, der es übernimmt. Relativ unwahrscheinlich. Also von daher, Option 1 kostet Zeit und kostet Geld. Option 2, er nimmt unser Angebot an, hat das Haus zeitnah vom Hals, hat keine Probleme mehr damit, muss nichts reparieren, spart also Zeit und Geld. Wie schaut die Situation für die Makler aus? Beide Maklerinnen haben recht schnell Nerven gezeigt. Der Markt ist aktuell relativ leer hier in den USA, das heißt, die stürzen sich auf jeden Deal und wollen einen Deal, egal um welchen Preis. Die wollen ihre Provision haben und da heißt es auch nicht unbedingt, dass es der beste Deal für den Käufer oder den Verkäufer ist. Das ist aber eigentlich egal, denn als Investor muss ich meine Ziele im Blick behalten und die Provision der Makler ist mir eigentlich relativ egal. Wie schaut die Situation für uns aus? Wir haben Zeit investiert, wir haben Geld investiert. Das Geld würden wir auf jeden Fall vom Verkäufer wieder zurückkriegen und auch einfordern. Zeit und eventuelle Schäden könnten wir noch nachträglich verhandeln. Da braucht es auch nicht mal einen Anwalt, das kann man so bei Gericht machen. Aber am Ende hätten wir einen guten Deal platzen lassen. Jetzt geht es darum, nicht auf den Verkäufer zu hören, nicht auf die Makler zu hören, sondern für uns den Ball so lange wie möglich in unserem Spielfeld zu halten. Denn alle anderen sind gerade eingeloggt und warten auf unsere Reaktion. Und wie ging das nun aus? Los, sag schon! Für dein Like unter dem Video bin ich dir dankbar. Wenn du Fragen, Wünsche, Anregungen hast, dann scheu dich nicht, nutz die Kommentarfunktion unter diesem Video. Für direkte Anfragen, Investitionsanfragen und Ähnliches kannst du mir auch bei Instagram oder einfach eine E-Mail schreiben. Die Vertragsauflösung war unterschrieben, aber noch nicht gültig. Die wird erst gültig nach Ablauf der Frist oder nach Unterschrift des Verkäufers. Ebenso lag ihm das neue Angebot vor, was ihm natürlich preislich gar nicht schmeckte. Das war weit unter seinen Vorstellungen. Solange der alte Vertrag nicht terminiert ist und kein neuer unterschrieben ist, passiert erstmal gar nichts. Der Verkäufer muss warten. Beide Maklerinnen müssen auf ihre Provision warten. Und es passiert erstmal nichts. Wir haben erstmal gar nichts gemacht und 36 Stunden kommentarlos und reaktionslos verstreichen lassen. Weil das war die Frist. Dann haben wir ein neues Addendum zu unserem ursprünglichen Kaufvertrag an den Verkäufer geschickt und haben gesagt, 217.000 ist unser letztes Wort. Ja.
Er hat unterschrieben und wir haben die Vertragsauflösung zurückgenommen. Und der ursprüngliche Vertrag gilt wieder mit einem neuen Kaufpreis von 217.000. Lukas, dadurch hat er aber gewonnen und du zahlst deutlich mehr durch die Reparaturkosten, als ursprünglich als Kaufpreis vereinbart war. Ja und nein. Gewonnen haben letztendlich beide Seiten. Er hat gewonnen, er hat sein Haus verkauft. Vielleicht nicht zu dem Preis, den er sich vorgestellt hat, aber er hat es verkauft. Wir haben gewonnen, denn wir haben ein Mehrfamilienhaus gekauft und haben Schäden gleich mit eingepreist. Das Angebot von Klempner Firma 2 betrug 13.000 Dollar. In diesen 13.000 ist nicht nur das Abwasserrohr draußen und die Anschlüsse für beide Wohnungen mit drin, sondern auch der Austausch des großen Abwasserrohrs im Haus, was rostig ist. Das heißt, das können sie gleich mitmachen, weil sie eh schon da sind. Somit haben wir Zeit gespart, Geld gespart, wir wissen um die Schäden und haben auch gleichzeitig die Reparatur mit eingetaktet. Und dass die Maklerin natürlich beide gewonnen haben, ist klar, ne? Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ordnen wir das Ganze nochmal zeitlich ein. Also am 9.2. hat er das Seller's Disclosure unterschrieben und versichert, dass ihm keine Schäden bekannt sind. Am 26.2. spätestens wusste er von Schäden, denn da haben ihm die Klempner die zwei Angebote geschickt, 13.000 und 16.000. Unser Kaufprozess startet Anfang März mit einer Rückfrage bei der Maklerin, warum sie die U&O Inspection, also diese Inspection von uns gemacht haben möchte, ob ihnen denn irgendwelche Schäden bekannt werden. Das hat sie verneint. Wir haben das Haus am 15. März besichtigt und am 16. März hatten wir gleich ein Agreement, wo wir eingestiegen sind und der Verkäufer unser Angebot angenommen hat. Die Inspektion fand dann am 18. März statt. Das gesamte Video dazu findest du in der Playlist zu Grey Goose, beziehungsweise ich verlinke dir das jetzt hier auch oben im Video. Am 20.03. nach langem Hin und Her haben wir uns auf einen Kaufpreis geeinigt, der diese Schäden, die in der Inspektion gefunden wurden, berücksichtigt. Dann haben wir am 24.03. unsere Sewer Inspection gehabt. Das heißt, da kam der Inspektor mit der Kamera und ist die Abwasserleitung abgefahren. Und ab da ging dann die Eskalation los und wir haben auch die Terminierung hingeschickt und ein neues Angebot. Da haben wir dann die Zeit verstreichen lassen und da haben wir uns am 26.03., das ist ein Freitagabend gewesen, geeinigt. Und da hat dann auch der Verkäufer unser neues Angebot unterschrieben. Das heißt, wir sind immer noch auf der Zielgeraden mit unserem Closing-Termin am 30.04.2021 für dieses Mehrfamilienhaus Grey Goose. Der 30. April steht nach wie vor noch als Settlement Day. Das ist der Tag, den wir in unserem ersten ursprünglichen Angebot auch festgelegt hatten, als Closing-Termin. Da findet dann hoffentlich der Eigentumsübergang statt. Denn wer weiß, welche Leichen der Verkäufer noch im Keller hat, die wir bis dahin noch finden. Dem Kerl traue ich inzwischen echt alles zu. Wie wir dieses Haus kaufen und auch bezahlen und alle Zahlen zur Rendite erfährst du in einem eigenen Video zu diesem Thema. Das Video kann ich natürlich erst dann veröffentlichen, wenn der Deal auch erfolgreich über die Bühne gegangen ist. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.